Der Altstadtlauf in Osterode am Harz 2012. 3, 1, gute Reise! Da hast du aber noch was vor dir, du! Ja, mein Name ist Klaus Becker, ich bin Bürgermeister der Stadt Osterode am Harz und ich heiße alle Sportlerinnen und Sportler in Osterode willkommen. Es ist ein super Lauf, ich mache eigentlich jedes Jahr mit. Heute muss ich zur Konfirmation gehen, deswegen kann ich leider nicht dabei sein. Allen viel Spaß und verletzungsfreie Läufe. Viel Spaß. Gute Reise! Ja, ich bin der Vorsitzende des MDV Osterode. Mein Name ist Frank Seringer und wir richten zum 10. Mal den Altstadtlauf des MDV Osterode in der Stadt Osterode aus. Wir haben in diesem Jahr fast 1500 Aktive dabei, von kleinen Kindern bis zu den Senioren. Wir starten mit einem Kiddie-Lauf über 1000 Meter und wir haben nachher bis zum 10.000 Meter Lauf, bei dem so die Halbprofis schon mitmachen. Zum zweiten Mal haben wir auch ein Nordic Walking Team dabei. Wir haben über 100 Nordic Walker und Nordic Walkerinnen, die denn durch den Harz laufen. Das wird immer mehr in den letzten Jahren. Und wir haben bis zu 7.000, 8.000 Zuschauern hier bei uns. Und die Mego, die Werbegemeinschaft der Rode, schließt sich dem immer an, indem sie einfach auf einen Sonntag bei uns organisiert, sodass diejenigen, die dann mit ihren Eltern hier kommen, anschließend auch einkaufen können oder auch essen können. Das ist ein großer Event, wahrscheinlich der größte Event in Osterode überhaupt und eine der größten Veranstaltungen in Norddeutschland. Und ich glaube, wir sind da ganz gut mit aufgestellt, zumal wir alles ehrenamtlich organisieren von der TV aus. Und ich glaube, damit können wir uns überregional auch sehen lassen. Hallo, wir sind die Teile eines Organisationsteams vom Harzer Keilermann. Der ist es ein Extremlauf in Hürden am 17.06.2012. Wir bieten an zwei Strecken über 7,3 Kilometer und über 22 Kilometer. Das sind dann drei Runden. Und der Lauf geht also rein durchs Gelände und ist mit künstlichen und natürlichen Hindernissen bestickt. Insgesamt 18 pro Runde. Also 54 Hindernisse muss man auf der großen Keilerfährte überwunden. Das ist schon eine absolut abgefahrene Sache und das ist mal ein bisschen was anderes wie die normalen Volksläufe. Wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht mit dabei sein würdet. Ganz, ganz viele, ich lasse das noch ein bisschen knacken. Osterode Altstadtlauf ist ganz prima gewesen. 550. Das ist hier mein Riefstadter Gymnasium mit 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich bin auch durchgekommen. Wunderbar, es war klasse. Und der 600, das ist Christian Giesler. Also mein Name ist Johannes Rabe. Ich habe hier zum Vermehrten schon in Osterode gewonnen. Ich finde die Veranstaltung sehr gelungen. Über die Jahre wird es auch immer professioneller mit der Zeit und auch mit den Zuschauern. Selbst heute bei dem nicht ganz so tollen Wetter für die Zuschauer, für die Läufer natürlich optimal, weil es nicht ganz so warm ist, sind trotzdem sehr viele Zuschauer an die Strecke gekommen. Dafür bedanke ich mich mal im Namen aller Läufer und ich denke, im nächsten Jahr bin ich auch wieder dabei und hoffe natürlich, dass ich meinen Sieg wieder verteidigen kann.